Wer ist Joe Cross? Und warum hat er ein Buch über die sogenannte Reboot-Saftkur geschrieben? Hi Jungs. Okay, alles fing mit diesem Hängebauch an. Schaut euch mal diese Wampe genau an. Wie viele Pizzen, Burger und Pommes wollen in diesem Meisterwerk stecken? Außerdem litt er an einer sehr belastenden Autoimmunkrankheit. Ich hatte das, was man eine chronische Urtikaria nennt, also einen chronischen Hautausschlag. Um sein Leben zu retten, wollte Joe etwas ganz Radikales ausprobieren. 60 Tage lang nur Saft, Gemüse, Obst, Nüsse und Bohnen. Viele Leute hielten ihn für absolut verrückt. Soll ich Ihnen mal etwas ganz Verrücktes zeigen? Wirklich verrückt war Joes Idee, seinen Neuanfang zu dokumentieren und alles in einem Film festzuhalten. Es wurde zu einer Sensation. Ich bin hier in Jakarta, Indonesien. Hier bin ich in Manila. Hier bin ich. Wo bin ich nochmal? In Toronto, Ontario. Manchmal vergesse ich ganz, wo ich bin. Über 10 Millionen Menschen haben sich diesen Film angeschaut. Fat Sick, Nearly Dead ist mehr als nur ein Film. Es hat sich zu einer großen Bewegung entwickelt. Und jetzt hat Joe seine Erkenntnisse in ein Buch zusammengefasst: Reboot with Joe, die Saftkur. Der Ingwerduft steigt mir hier köstlich in die Nase. Der ultimative Ratgeber, der sie Schritt für Schritt in die Welt der Saftkuren einführt und ihnen zeigt, was Joe und viele andere geschafft haben. Reboot with Joe. Entdecken Sie die wunderbaren Kräfte von Obst und Gemüse und nehmen Sie Ihr Leben wieder in die eigene Hand. So können wir in der Welt wirklich etwas bewegen. Säfte für alle. Zum Wohl. Die Reboot with Joe Saftkur.